Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. In der letzten Folge haben wir Giovanni besiegt, den Plan von Team Rocket vereitelt, die Silph-Go Corporation einzunehmen, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wirklich, dass es ein Konzern ist. Ein Konzert? Wow, Konzert. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken, ob wir den nächsten Orden schaffen. Der sollte ja ein bisschen schwerer sein, also es kann sein, dass ich wieder levelmäßig total unterlegen bin. Hey, warte, du Champion, ich weiß immer noch nicht, was er mit diesem SPE immer will. Die Pokémon von Sabrina und Vibe benutzen Psychokinese anstelle von psychischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sehr, weil sie wahrscheinlich nur Muskeln haben und total dumm sind und deswegen Psychoterror nicht aushalten können. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Okay, er hat uns die Schwäche verraten. Also die Schwäche von ihrer Seite aus, aber nicht von unserer. Also, nee, eigentlich genau andersrum, verdammt. Hi. Obwohl Sabrina noch jung ist, wie alt denn, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Was auch immer. Psycho möchte kämpfen. Oh Gott, jetzt haben wir es mit dem Psycho zu tun. Okay, Level 33, dann gehe ich ja einmal davon aus. Ja, dass die alte, ich kann nicht mehr reden, Leute. Dass die alte auch im 40er Bereich ist. Also levelmäßig, die soll ja sehr jung sein. Also ich glaube nicht, dass sie 40 Jahre alt ist. Stirb doch einfach, Fleckmon. Dankeschön, Fleckmon. Ihr wollt mich gerade schon verarschen, oder? Ich habe zwischen der einen und der anderen, zwischen der einen Folge und der anderen 10 Minuten Pause gemacht. Und jetzt, wo ich wieder anfange, dreht da oben wieder die Musik laut. Ey, manchmal wirklich echt... Oh, nee. Komm, stopp. Einfach durchgehen und Amok laufen, ja. Jeden Abschnitt sind... Die meint's doch nicht alle gut mit mir, nein. Nö. Deswegen klauen sie wahrscheinlich auch bei uns die Fahrräder, damit keiner auf die Idee kommt, hier aus diesem Loch zu entkommen, weißt du? Oh, epischer Aufhecker-Fail. Also aus diesem Loch, mit dem Loch meine ich einfach diesen Ort. Nicht, dass der Ort jetzt so schrecklich ist, aber er ist, wer wird den Teil von schrecklichen Leuten bevölkert? Epic Headset Fail, bei dem Lamos, gab's da nicht auch irgendwie mal so eine Pokémon-Geschichte, dass, keine Ahnung, wenn Mushas in einen Schwanz von einem Fleckmon beißt, dass die sich dann irgendwie entwickeln und zusammenwachsen oder so, war das nicht irgendwie so? Keine Ahnung. Ich wette, da kann man mich wahrscheinlich wieder eines Besseren belehren. Genauso wie hier. Kopflos. Okay, danke. Ich habe die Konzentration verloren. Ach, lustig. Psychos haben keine Konzentration. Die sind schon total durchgedreht. Und ach, du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Ja, ich bin voll auf eurer Seite. Also, wenn ich mich bei einer Arenaleiterin bewerben würde, dann wahrscheinlich hier. Weil hier hausen die Schlauen. Deswegen ist nebenan auch noch eine andere Arena. Da hausen nämlich nur die Leute, die Muskeln haben, weißt du? Das macht dann schon irgendwie Sinn. Fuchtler. Los, fuchte die mal ein. Vielleicht bringt's ja was. Die Spezialattacken immun. Hä? Ich habe gar keine Spezialattacken. Ich habe nur Barriere, ja. Ja. Hör doch mal auf, dich zu verteidigen. Greif doch mal an. Ich meine, klar, das ist... Ist auch eine schlaue Taktik, wenn dich jemand verprügeln will und du die ganze Zeit ausweichst und der dann irgendwann schlapp wurde und dann machst du einmal Peng und dann ist er tot. Das ist natürlich auch eine Taktik, aber hier ein bisschen langweilig auf alle Fälle. Hi. Ja, mein Knorger kriegt das schon hin, keine Sorge. Der soll immer ein bisschen Level steigen. Das war mir ja so klar. Schlägt um sich. Achso, ich kann. Ach, er wurde besiegt. Cool. Ja, nicht schlecht. Das ist unfassbar. Ja, ne? Ich gehe mal weiter nach rechts. Rechts! Okay, ja, das macht Sinn. Hätte ich auch wieder alleine drauf kommen können, ich Idiot. Ich würde doch gerne... Nein. Das sind da wahrscheinlich die Geistertrainer. Ich würde doch gerne jeden Pinne... egal. Wir nehmen einfach so viele mit, wie es geht. Und dann... Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Viva. Nur weil man alter ist, heißt das nicht, dass man nicht vor einer anderen Person Respekt verlieren sollte. Und nur weil man ein dummer Chef ist, heißt das nicht, dass man
immer zu alles und jedem eine bessere Antwort hat und was auch immer. War hier nicht irgendwas mit Knochenkeule und effektiv? Ja. Paralysiert. Ja, super! Okay, das heißt, ich werde Knogger probieren, noch eine Weile am Leben zu halten. Apollo. Der Schrei klang gerade komisch. Supertrank! Ja. Nachtnebel. Ja, ich würde gerade sagen... das zieht aber auch eine Menge ab, egal. Mal, komm, wir riskieren. Ja, natürlich, du darfst natürlich nochmal angreifen, mal löhnen. Also, der Stück. Okay. Nidorino. Stimmt ja, der ist ja auch wieder da. Boah. Ach nee, da war ja was hier, ne? Furienschlag? Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Geister-Pokémon, deswegen setze ich jetzt Pikachu ein und du bist tot. Pikachu ist verwirrt. Egal. Ich bin nicht gut genug. Bist du männlich oder weiblich? Du siehst ein bisschen weiblich aus hier, aber da auf dem Bild warst du männlich. Ach, keine Ahnung, was auch immer. Ist mir doch egal. I don't care. So, Pikachu mal nach vorne. Habe ich noch einen Beleber? Ja, hier. Nee, das war's nicht. Ich weiß, dass ich einen Top-Beleber eingesammelt habe. Knogger, so. Im Endeffekt brauche ich die Scheiße ja sonst eh nicht. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Ja, ich meine, so macht man das in Pokémon. Ich weiß ja nicht, wolltest du... Spielst du normalerweise Schere, Stein, Papier oder was? Ja. Ja, tschüss. 46. Tschüss. Wiedersehen. Apollo. Tschüss, tschüss. Ja, Haus Reiniger. Nein. Ich habe nun doch verloren. Hast du... im Kampf gedacht, du würdest noch gewinnen, oder was? So, nachdem du nur ein Pokémon hattest, dachtest du, jetzt gewinne ich aber. Hoho, hi. Machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, nö. Psychoterror bin ich gewohnt. Auf alle Fälle. Hi. Vielleicht jetzt mal ein anderes Pokémon einsetzen. Was jetzt mal da ein? Nidorino, ja. Der ist in den letzten Folgen irgendwie zu knapp gekommen. Der war nämlich gar nicht dabei. Hoho. Ja, Hornattacke, Hornattacke. Ach, blockiert, leck mich doch. Ja, du bist tot. Ja, ich nehme 41, Fleckmon. Das zieht nicht viel ab. Furienschlag, 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 Furienschlag. Pantimus, nein. Giftstachel. Und Hornattacke, 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 du bist tot. Kadabra, Hornattacke, Hornattacke, Hornattacke. Oh, fuck. Fuck! Okay. Knochenkeule, danke. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Wieso war denn bei ich glaube es nicht Doppelpunkt? Also, das ist... kam gerade ein bisschen komisch vor. Aber okay, wahrscheinlich irre ich mich da wieder an dieser Stelle. Egal, hi. Wir gehen hier echt kreuz und quer. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Naja. Also, soll ich das jetzt als Kompliment sehen, oder was? Wahrscheinlich. Apollo, hi. Donnerblitz, 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 Donner, Donner... Was? Was zur Hölle? Hast du keine Hobbys? Okay, dann Knogger, Knochenkeule. Ich wusste es. Ich wusste es, ja. Was auch immer. Jetzt bin ich hier. Habe ich dich schon? Dich habe ich schon penetriert. Penetratriert. Jetzt bin ich wieder hier. Ich sollte mir vielleicht mal merken, wo, was, wie, wann. Aber, naja, kennt man ja mittlerweile. Enteron. Der ist ja auch schon so ein halber Psycho. Aber Knogger würde ich noch gerne aufheben, falls wir noch gegen einen Geistertrainer kämpfen. Die Pokémon in der Arena von Safonia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Kann Sabrina dann auch tolle Kunststückchen? Vielleicht kann sie ja, keine Ahnung. Bestimmte... Ach komm, nee. Das lasse ich jetzt mal überstecken. Das wäre dann wohl doch ein bisschen... Naja. So, was auch immer. Das war nicht gut. Ja, heule mich mal voll. Kratzer, 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 Kratzer. Ich wäre dafür, dass du irgendwann mal Schlitzer lernst. Weil das ist nicht so toll. Das zieht nicht mehr ab. Dankeschön. Puh, das war anstrengend. Ah, ja. B. Hi, dich habe ich schon. Geh ich mal hier hin. Geh ich mal, hä? War das jetzt dasselbe? Ich bin verwirrt. Moment. Habe ich dich schon? Nein, da gehe ich mal wieder zurück. Und so.
Dann bin ich hier. Hab dich schon. Bin ich hier. Dich habe ich da. What the fuck? Ich mach's einfach so lange, bis... Nein, das ist nicht richtig. Nein. Ich mach das jetzt einfach so lange, bis ich aus purem Zufall in der richtigen Dingsbumsis bin und dann... nein. Geh ich mal hier unten hin. Und dann hier hin. Und dann bin ich hier. Okay, da will ich nicht hin, also gehe ich hier hin. Dann bin ich wieder hier. Moment, gegen dich haben wir doch noch gar nicht gekämpft, oder? Doch. Fuck. Okay. Okay. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln, auf alle Fälle. Geh mal hier hin. Sieht mir aus, als wäre es das Zentrum der Entscheidung. Wieso sieht die Trainerin aus wie eine Göre? Kann mir das mal jemand erklären? Das ist schon wieder total für den Arsch. Ja. Okay. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffeln zu verbiegen. Ob sie vielleicht auch andere Sachen verbiegen kann oder vielleicht... ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Ich meine, wie gesagt, ne, die anderen Trainer wollten zwar nicht, aber... Ja, doch, also... Nein? Okay, oh Mann, dann eben nicht. Oh, what the fuck? Oh, Level 50. Oh, ich kann jetzt schon einpacken. Warum? Warum? Jetzt mal ganz im Ernst. Wieso sind die Trainer 20 Level unter ihr? Das ist doch wieder total für den Arsch, okay. Ja, und wie sie jetzt neuerdings immer mit Items kooperieren, ne? Also die Items mit dem Trainer, nicht andersrum. X-Treffer benutzt Sabrina. ja, was auch immer. Ja, ich bezweifle irgendwie, dass man dieses hier Blitz. Ja, das solltest du eigentlich nur in Höhlen einsetzen, aber okay. Ja, das. Oh Gott, wie konnte ich nur so dumm sein? Okay, stirb. 44 Kadabra, sieht aber nur drei Pokémon. Vielleicht haben wir ja Glück. X-Abwehr, Surfer, Simsala. Der wird doch jetzt hier wohl, mein Entoron wird doch jetzt hier nicht alleine. Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, aber ich meine ja nur, ne? Surfer, nein, okay. Okay, Knocker? Vielleicht? Und dann... habe ich hier nicht auch irgendwas? So, ja, kleiner Cut an dieser Stelle. Mein Sturmfrei wurde vorzeitig beendet. Jawohl, das mitten in einem Arena-Kampf. Ey, da kriegst du doch eine Meise. Ja, ich hoffe, wir schaffen das. Wie sieht's aus? Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Fuchtler. Das Dumme meiner ganzen Geschichte ist jetzt, es ist jetzt ein Tag vergangen. Und mein Sturmfrei, keine Ahnung, wenn wir nach der gestrigen... Das ist so doof, weißt du, dass ich das jetzt... Ach, egal. Ich probiere auf jeden Fall jetzt die Folge hier zu beenden und, die zu töten, ja. Aber ich bin jetzt total aus dem Konzept raus, also... Sorry. Wenn ich jetzt verkacke, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Sander mehr. Es ist ja nur noch ein Pokémon, ne? Sternschauer. Nein! Ja, das ist nicht Sternschauer. Egal. Hauptsache, ja, super. Sternschauer. Ach, jetzt heilt er sich auch noch. Ja, geil. Ja, Sternschauer. Das sieht auch nicht viel. Aber Schlitzer. Schlitzer war bis jetzt immer gut. Ziehwelle. Okay. Ne, das zieht absolut wenig ab. Oh, what the fuck? Das war aber ein Volltreffer auf alle Fälle. Ja, und das war natürlich. Wem willst du das erzählen? Ist egal. Ich mache jetzt Ruckzuck-Keep und dann bist du alle. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Oh, okay. Sarah besiegt Sabrina nach einer Spielzeit von 24 Stunden. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr... Schlampe. Ich schenke dir den Sumpfohren. Ich hasse dich. Der Sumpfohren lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Mehr Level brauchen wir wahrscheinlich auch nicht.
Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deinen Befehlen ignorieren. Wie war das mit dem getauschten Pokémon Black Mew? Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch dieses TM. Kein BH, okay. Psywelle, sie macht sich übernatürliche Strömungen zunutze. Ey, kehr mich den Rücken, Bitch. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Ah, okay. Ja gut, dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier rauskomme. Sorry für die Verwirrung gerade, aber das ist wirklich scheiße, weißt du? Es war eine halbe Stunde. Ich meine, what the fuck? Naja. Ich meine, freut mich ja in dem Sinne, dass die eher Feierabend hat, aber das kommt mir halt nicht zugute. Wo geht's denn hier raus? Ich habe schon wieder die Teleporter-Reihenfolge vergessen. Fuck. Dankeschön. Psychokinese, wenn ich sie hätte, würde ich in der Spielhalle reich werden. Ich dachte, du lässt jetzt irgendeinen perversen Spruch ab. Okay, gucken wir mal. Alles klar, das heißt, wir werden jetzt... Ja doch, ne? Zur Sinnova-Insel. Dort können wir dann auch glitchen, weil wir jetzt da Didos gibt. Und wir könnten theoretisch Missingno fangen. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach genau. Ich werde jetzt aber mal gucken, was die Safari-Zone betrifft. Diesbezüglich werde ich dann vielleicht erst noch in die Safari-Zone gehen, falls ihr das wünscht. Moment. Ich werde mich jetzt einfach hier hinstellen, weil wegen... Dings... Wegen den beiden Pokémon hier. Also, ne? Ihr wisst schon. Da brauche ich ja auch noch einen Kombi. Dann würde ich mal sagen, Leute, das war's heute mit Let's Play Pokémon Gelb. Ja, für euch jetzt 15 Minuten, für mich ein ganzer Tag. ja. Jetzt ist mittlerweile auch schon wieder Sonntagnachmittag. Ey, ich könnte ja wieder kotzen, ne? Oh, gerade habe ich mich noch ausgelassen und ich sage ja schon wieder Montag. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. See ya. Warte, speichern so. Das war dahin, da vorhin war ja ein Safe State. Ne? Ein Glück konnte man das machen. Ja. Hau da rein.